Oh, herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die. Wir spielen natürlich immer noch jetzt momentan Alpha 11.5. Ich habe einen Kollegen mit dazu, das ist der Epsilon. Habe die Ehre. Und ja, den werde ich jetzt mal, den habe ich schon geedit und den werde ich jetzt suchen. Der ist hier irgendwo unten im Süden. Genau, da ganz einsam und alleine. Den wäre ich jetzt quasi rettet. Oder er muss mich retten. Das werden wir gleich sehen. So, ich habe Pfeile dabei. Also Epsilon, hoffe ich, dass wir hier lange genug überleben. Normalerweise schon. Also das fasste, also es dürfte sogar etwas über einem Biom weg sein, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt. Also das ist ganz schön eine Strecke. Pass auf dein Gesäß auf. Oder auch fetten Arsch, kann man sagen, wie man will. So, da. Direkt im Süden, also bist ziemlich weit weggespawnt, hätte ich auch nicht gedacht. Komisch, ja. Oh, Müllsack, das ist wichtiger wie Epsi. Ja, drei Knochen. Wenn wir Epsi-Schlachten haben wir vielleicht noch mehr. Das wäre auch geil, ne, wenn du so eine Leiche hättest zum Looten. Also wenn jetzt ein Spieler stirbt und die Leiche tät noch liegen bleiben, so lange wie halt ein Zombie auch liegen bleibt, tust du noch das Fleisch, das Fell über die Ohren ziehen. Das hätte natürlich auch was. Hätte was, ja. Welches Biom bist du eigentlich? Weil das sehe ich nicht. Grün. Grün, grün. Oh, Schwein. Schwein. Moment, Federn, erst Federn. Jetzt aber Graveland. Schwein ist sauer, weil ich es getroffen habe. Schwein ist immer noch sauer. Schwein eiert ganz schön rum. Ich treffe Schwein nicht. Komm her, Schwein. Ach, verdammt, schon der zweite Pfeil daneben. Ist immer noch stinksauer. Nach dem dritten Pfeil, ich glaube, es wird noch saurer. Oh, jetzt hat es mich gleich eingeholt. Los. Okay, es ist verblutet. Jetzt sind ja natürlich Zombies dazugekommen. Muss ich die erstmal. Ich werde hier aber einen Bogen um das Graveland machen. Ja, würde ich auch machen, also auf jeden Fall. Ja, Fetti, du musst noch mit, ich weiß. Komm her. Oh, der ging aber schnell tot. 14 Fett, wo ist das Schwein? Da ist das Schwein. Schaffe ich nicht, ist er krank. Oh, Krankenschwester. Oh, Einschlag. Oh. Hier raschelt noch irgendwas. Lasst mich mal an meinen Schwein ran hier. Danke, Wiederschauen. Was haben wir? Ah, das Fleisch haben wir nicht mitgekriegt. Das will ich. Verdammt. Scheiße, wo waren jetzt das Schwein? Ah, da. Okay, jetzt stinkt man gewaltig. Deine rote Pflanzen, gelbe Pflanzen, Federn, ne? Alles, was du so. Auf weh, ich musste nicht extra da Haken schlagen oder so. Aber was du halt mitnehmen kannst, nimmst mit. Oh, Krankenschwester, na, die müssen wir erlösen von ihrem Glück. Ihr wird nicht zurückgeschlagen. Oh, Blutpumpe und wieder zwei Verbände. Sehr gut. Also medizinische Verbände, die guten Verbände. Ich Die. glaube, mich gibt's gleich nicht mehr. Oh, schlecht. Hase? Nee. Oh, rückwärts laufen, rückwärts laufen. Fackel nehmen und gib ihm drei. Ja, guck mal her, ja. Vielleicht das. Aua! Ich blute! Ich blute! Ich blute! Ich blute! Ich blute! Ich blute! Ich bin tot. Scheiße. Den anderen fährt ihr vorhin mit zwei Keulenschläge gleich weggerafft. Und der hier, der hat schon den vierten eingesteckt. Jetzt habe ich ihn. Und beim ersten Schlag habe ich gleich gesuppt, ey. Hattest du was Wichtiges in deinem Dingensneber? Nee. Gut.
Dann bist du schon neu gespawnt? Ja. Okay, fast dieselbe Richtung. Wüste. Oder nicht Wüste, sondern. So, Steppe, ja. Wa? Steppe, ja. Ach, ich guck gleich mal auf die Map, muss mich bloß mal in Sicherheit bringen hier. Weil ich bin jetzt auch hier in der Steppe. Jetzt dürftest du. Ja, jetzt bist du nicht mehr ganz so weit weg. Da hat er mir aber einer reingezimmert, du das Arschgesicht. Oh! Pistolbuch, das ist, nehmen wir erstmal mit. Ich glaube, das habe ich selber, habe das schon gelernt. Glaube ich. Mal gucken. Jo. Aber bringe ich dir mit. Soll ich das riskieren, das Reh zu killen? Weil die Reh ist immer gut. Ja, aber die Rehe sind etwas schneller und aggressiver beim. Oh, das haut ab. Das haut ab. Eins. Außen, das läuft das Fleisch weg, das ist unglaublich. Oh, was für ein Affenzahn. Scheiße, ich komme nicht mal hinterher. Blutet das nicht durch den Pfeil? Irgendwann mal? Normalerweise schon. Oh, ist es langsam hier oben? Ah, noch einen in den Arsch. Jawohl. Oh, hat ja. Das einen Zahn drauf, ey? Ich habe gerade live miterlebt, wie ein Zombie einen Hirsch getötet hat. Ey, bleib doch mal stehen, du blödes Vieh. Das scheint aber nicht zu verbluten. Wie gehen die Pfeile durch oder so? Treff nicht mehr. Jetzt. Ah, jetzt hab ich's. Also drei Pfeile hat's jetzt geschluckt, irgendwie drei habe ich noch daneben geschossen. Oder die sind durchgeflogen, keine Ahnung. Okay, gut, dann werden wir mal mit den Knochen hier. Sieben Knochen, werden wir gleich mal noch ein paar Pfeile machen. Mist. So, da muss ich in die Richtung. Oh, hier steht ein einzelnes Haus. Treffen wir uns an meiner Position. Komm in meine Richtung, bitte. Können wir das nämlich gleich looten. Ich werde die Zombies erstmal wegmachen. Was Schönes dabei? Natürlich nichts. Bücher. Bücher nehmen wir mit. Okay, zwei Humpler. Hier bei mir steht auch ein einzelnes verlassenes Haus. Ich glaube, wir sehen dasselbe Haus. Ich bin bloß noch ein Stückchen entfernt, weil hier noch die Humpler gerade wegmache. Mal nichts einstecken. Hier kommen nämlich noch ein paar Zombies. Jo, das ist dasselbe Haus, was wir sehen. Das, ich bin auf der anderen Seite, genau. Hat manche Zombies du mit einem Schlag? Oh, 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 oh. Jetzt kommt die ganze Schwadron zu mir. Fucking shit. Okay. Hier liegt auch wieder ein totes Reh. Ja, das werden die Zombies gerade niedergemäht haben, schätze ich mal. Da kommen jetzt bestimmt knappe 8 bis 10 Zombies auf mich zu. 10 Venices, du. Ja. Fleisch. War aber fettes Vieh, du, hä? Ja. Oh, oh, da raschelt was neben mir. Hä? Die werden gar nicht weniger, ey.
Blaubeersamen. Elite. Bist du im Gebäude? Nee. Ich hab immer noch mit den Untoten hier zu tun. Wenn der frei ist, dann loote das Haus durch. Nee, noch nicht. Ich könnte hier nur weglaufen. Ich hab nicht mal die Zeit, dass ich irgendwie einen Bogen oder so kräfte. Ja, ich dürfte es gleich haben jetzt hier mit den Zombies. Oh, Krankenschwester, die muss ich auf jeden Fall looten. Komm her. Jo, wieder zwei Bandäschchen. Oh, den fällt ich gleich mit dem ersten Schuss in den Kopf. So, wen von euch habe ich noch nicht gelootet? Oh, scheiße, ich bin voll. Was habe ich da? Was kann ich da craften? Nichts. Aber das kann man ins Crafting-Menü legen. Könntest du mir doch mit sicher kurz Rückendeckung geben, oder? Sekunde. Genau, da bist du, ja. Bin da. Mach, was auch immer du machen musst. Da läuft eh eine Zombie zum Haus. Eine Fetti noch weiter hier weg. Musst du kacken? Nee, kacken nicht. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Irgendwie hat der Pfeil aus einer gewissen Entfernung, kommt er anscheinend bei den Zombies gar nicht mehr an. Habe ich das Gefühl. Ja. Der Pfeil schon, der vom Crossbow, der geht ein bisschen weiter. Jo. Oh. Kannst du kurz looten, bitte? Ich habe da was auf den Boden fallen lassen. Ich kann das nicht mehr aufheben. Danke. Ja. So. Ah, warte mal kurz. Komm mal her. Weil dann habe ich nämlich gleich noch einen Slot frei. Mal schnell das Leder genommen und eine Chest gecraftet. Musst du mal anziehen. Oh, da kommt ein Schwein. Geht zum Haus, okay. Achtung, es kommt. Also, meine Gegner nehmen. Das Viech ist schnell. Ja, aber wahnsinnig schnell. Das ist schon wieder mit dem Hügel, ey. Wo ist es hin? Ah, da. Hab's getroffen. Es rennt weg. Oh, kriegst du gerade die Fresse voll? Sag da was. Ja. Hab's ja. Tu sie mal looten, weil ich hab bloß noch einen Slot frei. Hätte die da unten. Müssen wir mal schnell durchlooten. Oh, hinter dir ist ein Humpler. Okay, weg. Hier ist da noch irgendwo was? Ach, der steckt da an der Wand drin. War nicht schlecht. So, looten wir schnell durch. Oh, nehmen wir die roten Pflanzen hier noch mit. Na, warte, ich hab Picke einstecken. Machen wir gleich auf alles. Brauchst nicht, du kannst hier unten rein. Wow! Viecher! Wow, den hab ich jetzt total übersehen, ey. Gerade noch so drüber gesprungen. Hier kommst du auch rein. Ah, haben sie schon geöffnet, alles klar. Dann loot mal durch und nimm mal die Kerzen mit. Also ich hab. Nur einen Kack-Slot frei. Ja, schieb ein bisschen was rüber. Ja, nee, mach du looten hier, dann Storm, Eisenhelm, Schematik gefunden. Jo, und wie gesagt, sammel die Kerzen mal mit ein, die können wir gut hier brauchen. Oh, hier ist eine Jacke. Kann ich die anziehen? Jo, die kann ich gebrauchen, das ist gut.
Hier ist noch so, in dem obersten Schrank ist dann noch so ein rotes Bandana drin. Blut durch, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Wo hattest du das Bandana? Oben, gesehen? Oben, eine Tasche hoch. Okay. In dem braunen Schrank ist das drin. Wenn du noch allgemein so Platz hast, dann schlag mal die Bilder kaputt. Und also ich schlag die kaputt und du sammelst das Glas mit ein. Nimm mal die Kerze noch mit. Genau, dann haben wir das hier. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Hause. Weil 16 Uhr. Ja. Ich folge dir einfach unauffällig. Ja, so grob da, so in die Richtung, wo ich jetzt laufe. Oh, da können wir noch ein bisschen Mais mitnehmen. Hast du Platz noch? Ja. Da ist schon wieder was gestorben. Oh, Krankenschwester. Diese mal looten schnell. Oh, hier in die Tasche müsstest du auch mal noch reingucken, hier, wo ich stehe. Schick. Auf geht's. Lass mal, gucken auf die Uhrzeit. Das ist nämlich noch ein ganzes Stück zu laufen. Achso, wollt ihr denn noch Essen und Trinken herschmeißen? Passt schon. Da hast du was essen, da was zu trinken. Danke. Na, da haben wir noch Mais. Okay, weiter. Lasse, mach mal andermal. Oh, hier kommen noch ein paar mehr. Oh, die Krankenschwester müssen wir vielleicht doch wegholen. Scheiße, müssen wir sie alle wegholen. Die hat nix. Krankenschwester habe ich schon gemacht. Nix. Dim. Biomsgrenze. Ist das hier ein Höhleneingang oder ist das ein Schatten? Schatten. Das ist ein Schatten. Das sah erst aus wie ein Höhleneingang. Ja. Im ersten Moment. Oh, Schwein voraus. Achtung. Ist ja gerade über den Hügel gelaufen. Oh, da kommt's schon. Wow, jetzt kommt das Schwein. Ah ja, das habe ich gemerkt. Jawohl, sehr gut. Du bist du? Wow, ich habe. Bei mir ist gerade die Konsole aufgegangen. Ich kann nicht mehr. Warum? Was war denn das jetzt? Loot mal das Schwein schnell.
Blutest du oder so? Nein. Alles gut. Okay. Nur wegen so einem kleinen Kackschwein da. Magst du mal schnell? Warum kannst du nicht? Mach doch mal nicht auf. Ja, bei mir auch nicht. Ne, deswegen hatte ich auch gerade wahrscheinlich eine Fehlermeldung. Okay, gehen wir weiter. Hat gerade eine Konsolenmeldung gehabt. Wenn wir zu Hause sind, sind wir auch schon wieder so gut wie durch hier. Dann ist nämlich die Zeit auch schon wieder rum. Ja, verging jetzt ziemlich flott. Achtung, Killerhase oder normale Hase, wissen wir noch nicht. Wo bist du? Ah, da bist du. Okay, ja. Achtung, Hase. Es ist doch erwischt. Okay. Den konnte ich jetzt aufmachen, ohne Probleme. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt war. Wahrscheinlich durch das Update oder was, dass sie da irgendwas geändert haben, weil das Schwein hatte ich ja nur eingefügt. Ja. Hoch Richtung Norden einfach. Siehst du dann schon das kleine Dürfchen? Dem neuen Update fügen sie dann noch ein hier mit Bohrer-Kettensäge, dass sie dann auch kaputt gehen, ne? Ja. So, da das rote Haus. Unschwer zu erkennen. Ja. Ist noch nicht getestet worden, weil es bis jetzt hatte ich noch keine größeren Ansammlungen hier. Nein, spaziert. Und Treppen rauf und unters Dach. Da ist eine Leiter an der Seite. Hier, gerade vorbeigelaufen, die sieht man ein bisschen schlecht. So. Hier ist die Wohnung. Ja, wegen Zuordnen, da musst du gucken. Also das meiste Zeug ist hier unten an den Bodenkisten drin. Essen, Trinken halt da oben und das Medi-Zeug. Genau. Gut. Dann sind wir mit der Aufnahme auch schon am Ende. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.